Hallo, ihr Motorradverrückten. Eine der Fragen, die ihr uns am häufigsten stellt, ist die, wie wechsle ich denn bitte diese Membran hier oben am Schieber, wenn die verschlissen oder defekt ist? Dazu hatten wir bisher tatsächlich noch nicht ein einziges Video und das ändert sich jetzt. Da machen wir also eine ganze Serie davon und dann kannst du schauen, wie bei deinem Motorrad die Membran gewechselt wird. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wann muss ich denn überhaupt diese Membran wechseln? Also ich sage ja in den Videos immer, dass ihr hier das bitte gut prüfen sollt. Und jetzt findest du vielleicht eine solche Stelle, die hier so aussieht. Ja? Hier sieht man also, hier ist es mechanisch schon ein wenig angeschlagen. Und wenn ich so etwas finde, ich bin also immer hier mit dem Handschuh oder mit dem Finger dahinter, das würde man so ein bisschen durchsehen. Und wenn ich sowas finde, dann nehme ich noch eine kleine kräftige Taschenlampe und leuchte hier noch dahinter. Und hier ist noch nichts zu sehen, ja, obwohl hier oben schon sichtbar ist, dass die eine Schicht von dem Gummi ab ist, sieht man hier noch nichts. Und jetzt schauen wir mal hier, habe ich euch eine andere rausgelegt. Schaut mal, hier sieht das ähnlich aus. Aber wenn ich jetzt hier mit der Lampe dahinter leuchte, sieht man das? Ja, sieht man wunderbar, ist zu sehen, dass hier schon ein kleines Loch entstanden ist. Und diese Stellen findet man hier eben an unterschiedlichen Bereichen. Hier sieht das auch so ein bisschen angegriffen aus, die Oberfläche schon. Wenn ich jetzt hier leuchte, ist doch ganz mini bisschen war, aber Ja, ein ja, bisschen, aber es sieht nicht ganz winzig schlecht. klein. Da Da, doch jetzt jetzt ein sieht man es ein bisschen. bisschen. Also das ist schon so ein bisschen Detektivarbeit, die man hier machen muss. Aber generell kann ich euch sagen, wenn es so aussieht wie hier, obwohl hier noch kein Licht durchscheint, dann dauert es in der Regel nicht mehr lange, bis es so weit ist, dass diese Stelle auch dann kaputt geht. Das heißt also, wenn ihr euch einmal die Mühe macht und den Vergaser schon draußen habt, gründlich gereinigt habt und einen Reparatursatz verbaut, dann schaut doch auch einfach mal beim Wömbi im Shop, ob es für euer Motorrad diese Membran gibt. Du schaust dir jetzt hier für dein Motorrad, der Motorradtyp steht ja im Videotitel, das Video. Das heißt also, dafür gibt es dann natürlich auch diese Membran und den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und denk bitte daran, natürlich die dementsprechende Anzahl an Membranen zu bestellen, die ihr benötigt. Ich würde euch dazu raten, wenn vielleicht auch nur ein Teil kaputt ist, wenn man einmal dabei ist, macht es natürlich schon Sinn, dann alle zu ersetzen. So, jetzt geht es hier ganz speziell um die Membran für deinen Vergaser, für dein Motorrad. Und zwar sieht das so aus, wenn du das bestellt hast. Wie gesagt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Du bekommst also hier die Tüte und da sind die Membrane drin in der richtigen Anzahl, der Kleber und auch nochmal eine kleine bebilderte Anleitung. Bitte alles aufheben, auch die Tüte brauchen wir im Verlauf und zusätzlich benötigst du, macht sich ganz gut, ein kleines Reststück Holz, ein ordentliches Cuttermesser. Auch das können wir dir übrigens unten in der Videobeschreibung mit verlinken. Einen Marker brauchen wir und ein Silikonspray. Bei deinem Motorrad ist es so, dass hier dieser obere Kunststoffring abgeschnitten und am Ende auch nicht mehr benötigt wird. Als erstes müssen wir aber die Position von dieser kleinen Nase hier markieren, denn die muss wieder in genau die gleiche Position auf den Schieber drauf. Dazu brauchen wir den Marker. Und da rate ich dir jetzt, hier auch möglichst präzise zu arbeiten. Wenn du hier auf der alten Membran einen Strich machst, ist ja überhaupt gar kein Problem. Ja, und wenn der Strich hier drüber geht, ist es auch unproblematisch. Also hier möglichst genau arbeiten und hier am Metallteil des Schiebers muss also die Markierung zu sehen sein, wo gehört diese Nase hin. Wichtig ist, wenn du den Schieber noch ins Ultraschallbad legen möchtest, nachdem du die Membran entfernt hast, dann solltest du das anreißen, also mechanisch hier sichtbar machen, denn im Ultraschallbad verschwindet diese Markierung mit großer Wahrscheinlichkeit auch und dann weißt du nicht mehr, wie das hier dran gehört. Also, ich muss mir das jetzt hier nochmal so ein bisschen in meine Richtung drehen, dass ich das auch ordentlich sehen kann und dann geht es gleich weiter mit dem Kunststoffring. Jetzt haben wir das also markiert. Und jetzt faltest du die Membran hier nach unten und kannst das hier so schräg auf dieses kleine Holzstück legen. Im Grunde kannst du das natürlich machen, wie du möchtest. Für mich hat sich das so als beste Möglichkeit ergeben. Wenn du jetzt ein stabiles Cuttermesser hast, so wie dieses hier, dann mit ordentlich Druck von oben
kannst du jetzt hier diesen Kunststoffring zerschneiden. Und wie gesagt, er wird hinterher nicht benötigt. Ja, manch einer macht das mit einem Seitenschneider. Ich komme so ganz gut klar. Es ist fast durch. Jetzt noch einmal in die andere Richtung. Die Membran ist ja sowieso kaputt. Ihr wollt die ja austauschen. Das heißt also, wenn die davon einen Schaden nimmt, ist es nicht schlimm. Den unteren Kunststoffring, oder hier ist er aus Metall, manchmal ist er aus Kunststoff, den unteren Ring bitte nicht beschädigen. Also lieber ein bisschen vorsichtig machen. Und jetzt ist er offen, der Ring. Und jetzt können wir den hier runternehmen. Und wie gesagt, der wird nicht mehr benötigt im Nachhinein. Der kann also weg und die Membran auch. Die ist ja sowieso beschädigt. Und jetzt habt ihr hier euren Schieber. Mit der Markierung ganz, ganz wichtig, den könnt ihr jetzt also nochmal sauber machen. Wie gesagt, im Ultraschallbad dann bitte vorher von innen anreißen, dass die Position markiert ist. Und jetzt nehmen wir uns eine neue Membran und dann geht es hier weiter. Und wie ihr seht, habe ich hier tatsächlich einen kleinen Kratzer gemacht auf diesem unteren Ring. Und wenn das bei euch passiert, dann macht ihr das genauso wie ich, dass ihr das also ganz vorsichtig mit ein bisschen Schleifpapier glättet, bitte. So, Freunde, ich habe das hier viermal vor mir. Ist ein Vergaser von einem Vierzylinder, deswegen habe ich hier auch vier Membrane. Da nehme ich mir eine weg und das Erste, was ihr hier bitte macht, ist, ihr kontrolliert, ob der Rand hier auch nach unten zeigt. Denn es kann manchmal sein beim Verpacken, dass sich das hier sozusagen in die andere Richtung drückt. Und solltet ihr das jetzt, ich übertreibe mal, so hier montieren, dann habt ihr natürlich ein Problem, dass das alles nicht passt. Ja, dann könnt ihr Zeig mal den die andere nicht Seite, wie einbauen. das nicht aussehen Die sollte. andere Seite sieht ein bisschen anders aus. Ich wollte einfach nur, ja, darauf hinweisen, es kann einfach passieren, dass es beim Einpacken vielleicht sich so lang drückt. Also bitte, es muss so sein, wenn ihr das hier so in der Hand habt, so wie es eingebaut werden soll, dass der Rand hier unten ist, weil dieser Rand sitzt ja dann in der Nut von dem Vergasergehäuse drin. So, Man und sieht auch da einen Unterschied, oder? ja, Also warte, man sieht wie auch hier einen weg Unterschied, da. ja. Aber wie gesagt, ist einfach nur ein Hinweis. Und jetzt könnt ihr das einfach mal natürlich noch ohne Kleber, der Kleber ist ja mit dabei, ja, ohne Kleber mal probieren. Das ist schon ein bisschen schwierig und braucht ein bisschen Übung. Die Membran muss jetzt also mit der Nase an der Stelle, wo ihr die Markierung habt, hier aufgefädelt werden. Hilfreich dabei ist es vielleicht, wenn euch das jemand festhält, ja, wenn ihr jemanden habt, der euch dabei hilft. Mit einem Schraubstock musst du natürlich sehr, sehr vorsichtig sein, dass du den Schieber nicht beschädigst. Ein Schraubstock und ein Tuch könnte man das machen, oder? Ja, na, es gibt ja so extra Vorrichtungen dafür, aber da ist bitte äußerste Vorsicht geboten. So, und jetzt muss dieser kleine Rand, ich zeige es nochmal, dieser kleine Rand, der muss hier in diese Nut hinein. Und das alles in der richtigen Position. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass hier auch noch dieser Sekundenkleber mit im Spiel ist, ja? Und das dann auch gleich anfängt zu kleben. Also du hast nicht viel Zeit, um hier zu korrigieren. Und noch ein wichtiger Hinweis: Diese Fläche hier, ich zeige euch gleich, wo der Kleber hingehört, die hat mit diesem Kleber keine Probleme. Aber der Kleber sollte bitte nicht an die Membran selbst kommen. Damit produziert ihr sozusagen eine, ja, eine harte Stelle, die dann einfach nicht mehr elastisch ist und dort geht es natürlich auch viel schneller kaputt. Ja, das könnt ihr also ruhig, würde ich euch empfehlen, ein paar Mal üben. Wie mache ich das so, dass ich damit gut klarkomme, das hier in der richtigen Position zu montieren und auch auszurichten, dass das also hier mit dieser Nase auch stimmt und dass das alles genau hier richtig sitzt. Das probiert ihr also bitte ein paar Mal, denn mit dem aufgetragenen Kleber gibt es also keinen zweiten Versuch. Das muss also dann direkt beim ersten Mal auch passen.
So, Freunde, weiter geht's. Ich habe jetzt zwischendurch zwei Dinge gemacht. Und zwar habe ich den kompletten oberen Teil, also die Nut und auch diesen unteren Teller mit Bremsenreiniger entfettet. Ja, zur Not könnt ihr da vielleicht auch einen Glasreiniger nehmen. Es muss also sehr, sehr gut sauber und fettfrei sein. Das wisst ihr ja bei Kleber, sonst klebt das nicht. Und in einer anderen Ecke, also weit weg von dem Bereich, wo wir hier kleben werden, habe ich die Tüte, wo die Membrane drinne waren, die Oberfläche sozusagen mit Silikonspray eingesprüht, so dass das hier schön benetzt ist damit. Und das macht ihr bitte immer wieder neu, bevor ihr die nächste Membran klebt. Darauf werden wir das dann nämlich andrücken. Und beim Andrücken wollen wir natürlich nicht, dass es darauf kleben bleibt und deswegen das Silikonspray als Trennmittel. So, ihr nehmt euch jetzt also diesen Schieber, wie gesagt, erst komplett gereinigt, und den Sekundenkleber, der mit dabei ist. Also der gehört ja mit dazu. Membran liegt schon hier bereit, ist geprüft, dass sie also richtig rum ist. Und jetzt mache ich persönlich das so, dass ich mit dem Auftragen des Klebers immer gegenüber von dieser Markierung anfange, weil wenn ich jetzt hier langsam drehe, sehe ich dann irgendwann, aha, okay, die Markierung kommt wieder in mein Sichtfeld und ich bin gleich einmal rum. Der Kleber muss in die Nut hinein, einmal komplett ringsrum. Und dann auf den unteren Teller ungefähr in der Mitte muss eine dünne Naht drauf sein. Nicht zu weit an diesem Rand und auch nicht zu weit an diesem Rand. Ungefähr mittig sollte das passieren. So, das mache ich jetzt ganz in Ruhe. Nehmt euch ein bisschen Zeit dafür. Keine Hektik. Also, ich fange gegenüber von der Markierung an und trage jetzt hier den Kleber dünn in dieser Nut auf. Nach Möglichkeit ohne viele Unterbrechungen. Wenn da so eine kleine Lücke ist, ist kein Problem. So, wirklich nur dünn, das reicht aus. Und jetzt sehe ich hier hinten die Markierung und dann weiß ich, ich bin rum. Und dann noch einmal hier, wie ich das sagte, ungefähr bei der Mitte kommt hier eine dünne Klebenaht hin. So. So, hier ist noch eine kleine Stelle. Das, okay. So, so sieht das gut aus. Kleber zuschrauben und zur Seite. Und jetzt kommt das, was ihr geübt habt. Deswegen solltet ihr ja üben. Jetzt muss es also hier beim ersten Anlauf passen. Nase ausrichten auf die Markierung. Und dann muss das hier alles drauf. Und bitte denkt daran, nicht den Kleber an die Membran zu schmieren. So, so sieht das jetzt aus. Und jetzt, das hat also super geklappt, jetzt klappt ihr die Membran um, ganz vorsichtig. Und jetzt kommt das hier auf die Fläche, die wir mit dem Vorsicht! Silikonspray eingesprüht haben. Habe ich schon, alles gut. Kommt das hier drauf und wird eine Minute lang angedrückt. Das heißt jetzt also eine Minute mit ordentlich Druck von oben festhalten und wir lassen jetzt für euch das Video einfach ein bisschen schneller laufen. So, und jetzt könnt ihr das hier vorsichtig runternehmen. Deswegen haben wir auch das Silikonspray da drauf. Schaut mal, hier oben sieht also alles gut aus. Dass jetzt hier Silikon auf der Membran ist, ist überhaupt gar kein Problem. Und jetzt klappt ihr die wieder zurück in die normale Position, dass ihr hier unten drunter kontrollieren könnt. Und schaut mal, traumhaft sieht das aus. Genau so muss das aussehen, dass der Rand wirklich hier überall fest drauf sitzt. Und jetzt noch ganz, ganz wichtig zu wissen, das bitte nicht gleich einbauen, sondern 8 Stunden aushärten lassen. Ganz wichtig. Also so einfach dann wegstellen und erst nach 8 Stunden bitte weitermachen, wieder mit der Montage von der Nadel. Ja, Freunde, das war's von uns für heute mit diesem Video. Wie immer hoffe ich, es hat dir gefallen und geholfen. Und wir wissen, dass gerade die Klebevarianten, ja, hier liegt jetzt mehreres auf dem Tisch, du hast gerade die Variante von deinem Motorrad gesehen. Wir wissen, dass gerade diese Klebevarianten doch ziemlich komplex sind. Deswegen schau bitte unbedingt in die Videobeschreibung, außer den Materialien, die du benötigst, verlinken wir dir dort auch immer einen kompletten Schieber, sofern er denn für dein Motorrad
verfügbar ist. Ja? Das heißt also, du findest das, was wir dir gezeigt haben, diese Membrane oder diese Membrane hier mit dem Kleber und alles, was du benötigst. Und wenn da drunter noch ein Schieber verlinkt ist, dann hast du auch die Möglichkeit zu sagen, okay, bevor ich mir diese Arbeit hier auf den Tisch hole, bestelle ich lieber einen kompletten Schieber und baue den ein. Aber wie gesagt, das gibt es nicht für alle Motorräder. Ja, Freunde, wie gesagt, damit sind wir durch. Ich wünsche wie immer viel Erfolg beim Projekt, viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.